Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Kids Vivere. In der letzten Folge haben wir ein seltsames Mädchen kennengelernt, das auch zum Schreien möchte. Die hat uns ein bisschen was über den Kometen erzählt, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, weil er einfach zu kompliziert ist. Aber wir wollen mal gucken, ob wir das Mädchen wiederfinden. Und ich bin sehr gespannt, was der Komet mit dem ganzen Zeitreiseding hier zu tun hat. Also das ist ja wahrscheinlich das Schiff, nehme ich an, was hier immer wieder landet. So, keiner ist hier. Unser Notizbuch ist ja noch irgendwo hier. Wir wissen ja wo, aber Minato nicht. Ratten. Was jetzt? Keine Ahnung, warum jetzt. I was sure. Ich war mir sicher, dass ich es hier verloren hätte. Ärgerlich. Ich sehe es nirgendwo. Nee, leider nicht. Oh oh. Wieso braucht der Zug so lange? Ich bin ein beschäftigter Mann. Ich habe keine Zeit, hier herumzustehen und zu warten. Ah, ehrlich. I don't know what I will do if it doesn't get here soon. Ich weiß nicht, was ich tue, wenn das hier nicht schneller geht. Es ist schon so spät. Alle. Ich habe die neuesten Nachrichten im Radio gehört. Es gab einen schrecklichen Unfall. Sie sagen, warte, the conductor dozed off and somebody died. Ich weiß leider nicht, was ein Konduktor ist, aber jemand ist gestorben. Okay, also ein Unfall. Das war schrecklich. Ich hatte noch nie so einen Traum oder eine Vision vorher. Does that mean my power to see the future works? Heißt das also, dass auch hier meine Gabe funktioniert, die Zukunft zu sehen? Scheinbar. Ich kann Dinge sehen, bevor sie passieren. Aber, naja, was tue ich dann damit? Vielleicht. Ja. Vielleicht sollte ich die Dinge verhindern, die ich sehe. Aber wie soll ich das machen? Ja, bin ich mir in der Situation jetzt auch nicht so sicher, ehrlich gesagt. Kapitel 4 ist zu Ende. Also wie wir jetzt diesen Konduktor stoppen, kann ich nicht sagen. Wir werden erstmal hier speichern. Und zurück. Das war ein sehr schnelles Kapitel. Hätte ich mehr tun sollen? Ich bin etwas verwirrt. Das ging ja sehr, sehr schnell. Kapitel 5. Meetings. Also Treffen, Begegnungen, besser gesagt. Also wir sollen Leute treffen? Gut, machen wir das mal. Ich bin ein Student der Geschichte. Okay, jetzt guckt er sich die Legende des Schreins an. Es ist ein faszinierender Ort und er ist... Tully Worthy's Subject, okay, ist ein wertvoller Ort zum Studieren. Ja, schon ganz nett hier. Schon hübsch. Mein Hobby ist, die Wünsche der Leute hier im Schrein zu lesen. Diese, ja, Holzplaketten. Schau mal. Jeder hat Träume, Hoffnungen, Wünsche. Seeing them puts life in perspective for me. Mein Wunsch, dass alle Leute, dass alle Träume der Menschen wahr werden. Ja, sowas finde ich voll cool, ne? Sowas haben wir hier, glaube ich, gar nicht. Also zumindest kenne ich das hier nicht. Ich kenne das aus ein paar Animes, wo die dann auch zu bestimmten Festen immer so, ja, Wünsche an den Baum hängen. Schon schön, sowas. Phew. Am I beat? I swear so stairs get longer every year. Ich schwöre, diese Treppen werden immer mehr. Kann ich dir helfen? Ich suche ein Mädchen namens Nozomi. Kennst du sie? Nozomi? Nee, glaube nicht. Scheiße. Danke. Ist sie ein Freund von dir? Ja, in der Art. Glaube ich.
Ich kenne sie nicht, aber vielleicht solltest du die anderen Kinder hier fragen. Aber es ist schon spät, eigentlich. Die Kinder hängen jetzt immer am Candy Shop rum um diese Zeit. Guck doch mal danach. Das ist eine gute Idee. Dankeschön. Und the candy shop you're looking for is on the road next to the elementary school. Ja, wir waren ja schon da. Wir waren ja schon da. Okay, danke schön. War mir eine Freude. Mir auch. Dann wieder los zum Candy Shop. Oh, da hinten ist noch ein Mädel. Hallo. Kitty, Kitty. Ah, du bist so süß. Ja, finde ich auch. Ich finde die auch sehr süß. Bringt uns jetzt aber gerade in unserer Situation nicht weiter. Na gut. Dann gehen wir wieder zurück. Das andere Mädel ist leider nicht hier. Vielleicht ist sie auch beim Candy Shop. Schauen wir mal. Wir werden jetzt nicht in jedem Kapitel immer wieder die ganzen Straßen hier absuchen nach Coins. Plastikpasta. Sieht trotzdem lecker aus. Ja, aber wir werden jetzt nicht alles hier absuchen, weil das dauert mir dann wirklich entschieden zu lange. Da kann ich jetzt gar nicht hin, ne? Ich glaube, die sieben Mysterien können wir tatsächlich erst machen, wenn wir das Buch zurückbekommen haben. Ich glaube, früher haben wir da keine Chance. Jetzt muss ich nochmal überlegen. Oh Gott, wo war denn die Elementary? War das hier nach links hoch? Nach unten rechts war der Zug und links war es, glaube ich, ne? Nee, jetzt bin ich schon wieder bei der Station. Nee, das war irgendwie nicht der richtige Weg. Okay. Nee, völlig falsch dann. Dann nochmal zurück. Ich dachte, wir wären wo ganz anders, muss ich zugeben. La la la. Hallo. Ist spät, ich weiß. Sag mal, wenn es dann dunkel ist, wo gehen wir dann hin? Ich meine, wir müssen ja auch irgendwo schlafen. Ach, hier. Hier wollte ich nämlich hoch eigentlich. So, und wer seid ihr? Oh, warte mal. Ein Coin. Können wir. Wuhu! Was? What do you say we have curry for dinner tonight? Was hast du gesagt? Haben wir fürs Abendessen geholt? Okay. Ja, in die Schule können wir hier leider nicht. Wir gehen weiter. Oh. Okay. Hier ist der Candy Shop mit der bösen Frau. Oh, ich bin so müde. Und es ist so dunkel schon. Ah. Diese alte Frau hat gesagt, hier hängen immer die Kinder um die Zeit rum. Ich sollte mal gehen. Aber was sage ich zu ihnen? Wo sind denn die Kinder? Ich sehe gar keine. Das sind Süßigkeiten? Weiß ich nicht. Ich verhungere so. Ah. Right now I'd rather find dinner than Nozomi. Ja, vielleicht sollten wir auch mal was essen. Ich habe ja gesagt, essen und schlafen wäre auch nicht verkehrt, ne? Okay, aber ich habe gar kein Geld dabei für Essen. Scheiße. Das ist blöd. Warte mal eine Sekunde. Ich habe doch diese Yen-Coins. Ach, die 10-Yen-Coins haben wir gefunden. Not like I can buy anything with 10 measly Yen. Aber ja, wie soll man mit 10 Yen etwas kaufen? Keine Ahnung. Das wird wahrscheinlich nicht reichen, ja. Hey, willkommen. Wie kann ich helfen? Ich habe nur 10 Yen. Reicht das für irgendwas? Nö. Nee. Scheiße, ich wusste es. Willst du dein Glück testen? Was? Was meinst du? Oh, Glücksspiel? Ach, die Automaten. Tada! Die neueste, größte Traummaschine. Das ist ein ganz normaler Automat, aber okay. Wenn du Glück hast, gewinnst du vielleicht etwas. That will fill that growing belly of yours, das deinen Magen füllen wird. Wirklich? Das sieht irgendwie nicht nach Essen aus hier. Sehe ich aus wie eine Frau, die lügen würde? Ich? Ha? Weiß ich nicht. Nein, Ma'am? Gut. Dann, jede Kapsel hat ein Papier drin mit einer Nummer. Bringen Sie mir. Vielleicht hast du ja was gewonnen. Ganz einfach. Ich glaube nicht, dass wir was gewinnen, ehrlich gesagt.
I take pity on you just this once and let you give it a turn for that coin you got. Poor kids deserve charity in my book. Aha. Ja, gut. Now go on, give it a go. No need to be shy. Du musst nicht schüchtern sein. Los. Ja, ich glaube nicht, dass wir gewinnen. Okay. Wollen wir es ausprobieren? Ja, komm. Okay, was zur Hölle? Dann standing around won't get me anywhere. Dann mal los. Drück einfach nur den Knopf. Ja, eine Kapsel kam raus. Ich dachte erst, das wäre ein Slushy-Maschine, aber gut. Hey, wir sollten mal reingucken. Die Nummer ist da drin. Und, was hast du bekommen? Mal sehen, 4. 4? Na. Wir haben was gewonnen. Verflucht. Dieser Junge hat echt Glück. Verdammt, ich muss es ihm geben. Hm. Hier, nimm's, du Dieb. No! Ach, wie cool. Haben wir einen Schoko in den Yum-Yum-Stick. Oder Yum-Yum-Stick. Toll. Die Nummer 4. Oh, Essen. Oh, fantastisch. das hat Mais-Suppengeschmack. Kann ich vielleicht Salami haben? Wie sehe ich aus? Wie ein Geschmacks-Dispenser? Kinder heutzutage. Ich erzähle dir was. Oh, sag ich. Ich habe dir schon einen Discount für diese Traummaschine gegeben. Also sei glücklich mit dem, was ich dir gegeben habe. Wenn ich das jeden Tag machen müsste, dann würde ich einen Herzinfarkt kriegen. Hä? Was kostet die Maschine denn eigentlich? 3 Coins. Coins? Wir haben noch ganz viele. Okay, es gibt mehrere Kapselmaschinen. Okay. Und die haben verschiedene Items drin. Okay. Immer 3 Coins. Na gut, dann schauen wir mal. Da bin ich mal gespannt. Können wir das jetzt hier auch nochmal machen? Wait a second. Warte mal kurz. Was? I don't accept. Ich akzeptiere keine Rückgaben. This only cost 10 Yen to begin with. Was? Das hat doch nur 10 Yen gekostet. Tsch. Ich hab gedacht, er wird's nicht raffen. Also haben sie mich verarscht. Ich habe niemanden verarscht. Verbreite nicht solche Gerüchte. Ach Mann. Schön. Sehr schön. Ich will nochmal. Komm. Wir haben doch Coins, ganz viele. Ja. Okay. Was? Ja, 3 Coins. Okay. Ich hoffe, ich kriege jetzt was anderes. Und? Na, was habe ich gewonnen? Salz und Pfeffer oder? Joghurt. Ist viel besser als der Schokoriegel, ehrlich gesagt. Joghurt macht viel satter. Haben wir jetzt im Katalog. Sehr schön. Kann man später mal angucken. Nee, ich würde jetzt noch die anderen Capsule-Maschinen suchen wollen, ehrlich gesagt. Willkommen. Hey, if you're just here to win... Okay, jetzt sagst du wieder das Gleiche. Ich möchte mir das Geld für andere Maschinen aufheben. Ich will Videospiele spielen. Would it be so awesome if they were free? Wäre es nicht so cool, wenn die umsonst wären, aber naja, das würde nie passieren. Ja. Aber wo sind denn jetzt die ganzen Kids? Wir wollten doch eigentlich Kinder finden. Also irgendwie ist hier nichts mit Kinder. Jetzt muss ich doch die ganzen Coins suchen, ne? Weil wir jetzt die Sachen da haben wollen. Ein Zauberwürfel. Oh, ich wünsche, wir könnten damit tatsächlich jetzt spielen. Na gut. Dann, ja, das war jetzt wenig erfolgreich, ehrlich. Oh. Die Kinder. Yay. Aber die falschen Kinder. Hey, alte Frau. Du hast doch dieses Plastikmodell, was ich wollte, oder? Wen nennst du alt, du kleiner Bastard? Kotetsu, schau mal. Du weißt doch, wie ihr Temperament ist. Du hast es nicht, oder? Ich habe so lange darauf gewartet, es zu kaufen. Still, du. Du hast das Geld, oder? Ja, hab ich.
so many calls and cleans. Ich habe so lange das Bad geschrubbt und den ganzen Scheiß gemacht, den ganzen Haushalt dafür. Okay. Kids abends echt einfach. Ein bisschen Bad sauber machen und schon gibt Mama ihr Geld. Hey, das war sehr viel Arbeit. Meine Eltern haben ein Badehaus. Oh, unser Bad ist riesig. Ja, gut. Oha, die Arme. Hey, Kotetsu. Ja? Ja, was ist denn los, Wataru? Dieses Kind da drüben. Er ist doch das, von dem ich dir erzählt habe. Du hast mir von irgendwem erzählt? Ich kann mich gar nicht erinnern. Ja, oh, du hast schon alles wieder vergessen. Und du vergisst immer alles. Wir haben die Kinder gefunden, würde ich sagen. Sehr schön. Hey, wir haben dich doch vorhin am Schrein getroffen, richtig? Aber das Mädel ist nicht dabei, die das Notizbuch hat. Warte, du bist befreundet mit diesem Kind? Nee, Dovi. Ich habe ihn nur kurz getroffen. Ach, egal. Cool, jetzt verstehe ich, denke ich. Das ist Wataru und ich bin Kotetsu. Nett, dich zu treffen. Oh, hallo. Ich bin Minato. Minato, cool. Ich erinnere mich. Bist du okay? Ich war ein bisschen besorgt, als wir uns über den Weg gelaufen sind. Und du weggelaufen bist vor allem. Bist du irgendwie... Hast du dich verlaufen oder so? Ach, komm schon. Niemals. Er ist doch in unserem Alter. Kinder gehen nicht verloren. Richtig? Naja. Wirklich, Alter? Nee, ich bin nicht verloren oder so. Ich suche nur wen. Wen? Ein Mädchen. Nozomi. Du, ihr kennt sie nicht zufällig, oder? Ha. Na? Warte mal. Wer hat dir von Nozomi erzählt? Rede. Hä? Ich habe dich noch nie in unserer Schule gesehen. Du bist nicht von hier, oder? Also, woher kennst du sie? Okay. Oh, Mist. Sie sind befreundet mit ihr oder so. Aber warte mal. Das könnte auch meine Chance sein, sie zu finden. Wir sind vorbereitet auf diesen Tag. Du weißt, was zu tun ist, oder? Ja. Wir sagen Akku Bescheid. Und tschüss. Verdammt, wo ist Akku? Jetzt muss ich auch noch Akku suchen. Was war denn das gerade? Und wer ist Akku? Ich habe keine Ahnung, wer Akku ist. Aber wir werden Akku wohl jetzt finden müssen, statt Nozomi. Mensch. Also ich frage mich gerade, ob Nozomi jetzt das Mädchen im Schrein war oder ob das Akku war. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Die haben ja vorhin ihre Namen irgendwie genannt. Aber ich glaube den Namen des Mädels nicht. Okay, dich kennen wir glaube ich schon. Ich will vorbei. Okay, Akku, ja? Oh. Kommen wir jetzt in die Schule? Ah, da ist er. Oh, mir ist gerade sehr kalt. Das Fenster ist die ganze Zeit offen. Ich erfriere hier gerade ein bisschen. Oh, wen haben wir denn da? Ah! ich verstehe. Oh, hallo. Wir haben uns doch schon im Schrein getroffen, richtig? Ich habe dich schon überall gesucht. Er sagt, sein Name ist Minato. Hi, ich bin Akku. Nett, dich zu sehen. Wir haben uns doch schon getroffen. Du weißt, was ich meine. Nee. Okay, das ist etwas, was ich dich fragen möchte. Sicher, na los. Was in aller Welt ist das? Hä? Das ist mein Notizbuch. Die sieben Mysterien? Du hast seltsame Aufgaben. Geschmäcker, Entschuldigung. Aber vergesst den Namen mal für eine Sekunde. Gib's mir zurück, bitte. Es ist wichtig. Wie unfair. Ich hab's doch für dich gefunden. Du solltest dankbar sein. Aber, na klar, ich wollte es eh zurückgeben. Vielleicht. Das ist nicht gut, wenn sie die letzte Seite gelesen hat. Du wirst die Wahrheit noch realisieren. Du hast die Macht, die Zukunft zu sehen.
Ja, das steht auf der letzten Seite. Okay, worum geht's bei diesem Notizbuch, hä? Maybe I should give it a... Was? So read before I give it back? Vielleicht soll ich es erst lesen, bevor ich es dir zurückgebe. Akko, wir haben wichtigere Dinge zu tun. Du weißt doch. Er kennt Nozomi. Oh, ja, habe ich schon vergessen. Okay, guck mal hier. Seek out the girl Nozomi. Also such nach dem Mädchen Nozomi und dann löse die 7 Mysterien. Was soll das? Irgendwie ein schlechter Scherz oder sowas? Okay, did someone set you up just to mess with us? Hat das jemand gemacht, um uns irgendwie zu verarschen? Oh, oh, das ist nicht gut. Nee, das ist wirklich nicht gut. I guess I just have to come clean. Ja, irgendwie muss er das jetzt wieder gut machen. Minato, wie hast du über Nozomi erfahren? Oh Gott, wo soll ich beginnen? Was mache ich denn? Sie kennt Nozomi. Denk dir irgendwas schnell aus. Nur schnell. I need to get her to tell me. Oh, ich muss sie finden. Und sie kann mir sagen, wo sie ist vielleicht. And if I mess up, she might keep my notebook. Ja, wenn ich sie noch mehr ins Misstrauen bringe, dann liest sie vielleicht das Notizbuch. Ich bin in echten Schwierigkeiten. Wie soll ich nur antworten? Ja, das sollen wir eben nicht machen, die Wahrheit erzählen. Aber ich glaube, anders kommen wir hier gar nicht raus. Ja, naja, wir werden nicht schreien oder so und nicht mal heulen. Try to play it off. Ich glaube, anders kommen wir hier nicht raus. Naja, die Wahrheit ist... Warte, nein, das kann ich doch nicht machen. Sie würde es mir eh nie glauben. Aber... Oh, I can't think of anything else. Ich kann da nichts anderes denken. Ich könnte heulen. Wie soll ich nur antworten? Komm, ich bin ihr Bruder. Bruder, ich bin Nozomis... Was? Was? Ihr Bruder? Wirklich? You're just making that up? Nee, stimmt. Oh Gott, ich hab's gesagt. Es ist alles vorbei. Aber jetzt, wo du es erwähnst. Sie sehen sich echt ähnlich. Hä? Tun wir? Aber warte. Das kann nicht sein. Sie sehen so aus, als wären sie im gleichen Alter. Guter Punkt. Ja. Zwillinge, ne? Was? Twins. Zwillinge. Wir sind Zwillinge. Das ist es. Was? Okay. Funktioniert das gerade wirklich? Aber sie hat uns nie erzählt, dass sie einen Zwillingsbruder hat. Sie redet nicht gern über unsere Familie. Ha. Nein, tut sie nicht. Oh Gott, ich habe richtig geraten. Du siehst wirklich ein bisschen aus wie sie, richtig? Und du suchst sie, richtig? Ja. Okay. Ich glaube, dann ist es okay, oder? Oh Gott, ich bin verwirrt. Er spricht mir gerade sehr aus der Seele die ganze Zeit. Hey Minato, hat deine Mutter dich hergebracht, um nach ihr zu suchen? Mutter? Nee. Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. Ich schwöre. Wie siehst du das? Bist du gegen sie oder für sie? Mit ihr. Also für sie, meine ich. Which is it? This is important. Also was jetzt? Das ist wichtig. Ich bin immer für sie, natürlich. Ich bin ihr Bruder, nach allem. Was meinst du, Wataru? Irgendwas an der Geschichte klingt lustig. Bäh. Aber, naja, ich glaube nicht, dass er lügt, oder? Warum glaubst du das? Ich meine, er sieht aus wie sie und, naja, noch mehr als das. Wir sehen aus wie die. Ist das unsere Mutter? Nozomi? Aber wir wissen doch, wo unsere Mutter heißt, oder?
I don't think anyone would be dumb enough to... Ich glaube nicht, dass jemand so doof wäre, so eine Geschichte zu erfinden. Oh Gott, ich hasse mich. Ja, guter Punkt. Wataru, ich denke, es okay. Wir nehmen ihn mit, okay, ins Versteck? Sie hätten ja auch erstmal Nozomi fragen können, ob sie tatsächlich einen Bruder hat, aber okay. Bist du sicher? Ja. Okay, ich gehe voran und sag and let Kotetsu and Nozomi know. Okay, ich werde Nozomi Bescheid sagen. Oh ja, das ist es. Ich kann sie treffen. Okay. Aber gut, wenn er vorher Nozomi Bescheid sagt, dann, naja. They booked it. Sie haben es gekauft. Oh, schön. Hä? Hast du was gesagt? Nee. Nö. Da hat er aus Versehen mehr als laut gedacht. So, und ich würde jetzt echt gerne mal die Folge beenden. The Kids Everywhere. Ich mag diesen Ladebildschirm. Der ist ja einfach, aber schön. Third Street. Okay, dann können wir jetzt tatsächlich mal die Folge beenden. Gut, Leute, dann ich hoffe, es hat euch gefallen. Es wird immer spannender. Jetzt werden wir Nozomi treffen und ich bin gespannt, warum die uns so ähnlich sieht. Na, mal sehen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bye.